Nach natürlich inoffiziellen Erhebungen gehen in Deutschland täglich etwa 1 Million Männer ins Bordell. Zu Straßenmädchen, auch wenn ihnen der Sinn danach steht. Wie schön, dass es da noch ein paar Moralapostel gibt. Zum Beispiel in Eisleben im schönen Thüringen, Helga. Und du hast dir das dortige Treiben einmal aus nächster Nähe angeschaut. Ja, es gibt dort seit 2 Monaten ein kleines Bordell mitten in einem Wohngebiet. Das schaffen 3 junge Damen an. Und das ärgert die Nachbarn sehr. Nicht so sehr, was sie da hinter ihren Rollläden machen, sondern vor allem, dass die Freier nachts auf der Straße unheimlich rumrandalieren. Und die Nachbarn haben jetzt die sogenannte Anti-Puff-Wache gegründet. Wow. Die stehen also auf der Straße, schmieren und wollen die Freier abschrecken. Haben die sich womöglich auch schon so eine kleine Uniform zugelegt oder verteilen sie Strafzettelchen? Nein. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Thüringer nun für ihre Potenz mehr bekannt sind als andere Bundesbürger. Oder haben die Frauen Angst vor der Disziplin ihrer Ehemänner? Genau das habe ich sie auch gefragt. Da haben sie mich ausgelacht und sagten dann, nein, sie glaubten nicht, dass ihre Ehemänner Interesse an Frauen hätten, bei denen so am Tag 5 bis 10 Herren schon aktiv waren. Es gibt tatsächlich Zwischenfälle, die sehr etwas bedenklich sind. Und zwar hat eine Nachbarin erzählt, ein Freier sei etwas frustriert aus dem Bordell wieder rausgekommen, wohl weil er etwas sauer war über das, was er da nicht bekommen hat. Und hat dann seine Frustration auf der Straße an 2 Jugendlichen ausgelassen, hat auf die beiden Jugendlichen geschossen. Mit was für einer Munition, weiß man nicht. Ein Jugendlicher war auf jeden Fall verletzt. Und seitdem stehen sich diese beiden Seiten total verfeindet gegenüber. Lutherstadt Eisleben in der Nähe von Halle. 27.000 Menschen leben hier. Früher verdienten sie ihr Geld im Bergbau, heute sind viele arbeitslos. Eine kleine, ruhige Stadt bisher, denn das ist jetzt vorbei. Die Albrechtstraße in Eisleben. Was hinter den Rollläden des Hauses Nummer 16 passiert, erregt die Gemüter. Seit langer Zeit wieder ein Bordell in der Kleinstadt. 3 junge Damen gehen hier dem ältesten Gewerbe der Welt nach. Für Geld bieten sie dem Bürger, was er sich wünscht. Der anspruchsvolle Herr kann hier so ziemlich alles bekommen, mit Schutz und was uns nicht wehtut. Das heißt, er kann sich zärtlich verwöhnen lassen, Verkehr mit gegenseitig Französisch. Er kann aber gerne auch leichte Erziehung haben. Leichte Erziehung heißt fesseln, um es einfach sozusagen den Schwanz abzubinden mit den Eier, dass er sich auf den Bauch legt. Dann hat man diese Peitsche vor den Rücken, wenn er das möchte. Oder man nimmt die andere Peitsche, die ist etwas sanfter, wenn er sich noch nicht so dran gewöhnt hat. Der eislebende Mann bevorzugt doch also meistens Normalverkehr. Normal finden die Nachbarn den nächtlichen Verkehr nicht. Was sie stört, sind weniger die anschaffenden Damen als vor allem die Freier. Die machen mir, kommen ja in der Nacht ja an, ja, und da tun sie dann einen Krach machen wie sonst was. Das hört man ja bis sonst wohin, da wird man munter. Bei uns wird laufend geklingelt, dann stehen die Freier in der Tür. Am Anfang, da haben sie gerufen, wo ist der Buff? Und so, Kiki. Jeden Tag leben mit einem Bordell. Tür an Tür, Wand an Wand, alles auf engstem Raum. Carmen Heller zeigt uns, dass die Freier auch durch den Garten an das Ziel ihrer Lust kommen. Gucken Sie sich das an hier. Das ist unser Hof. Und hier, auf dieser Treppe, stolzieren die Freier. Ich finde, das ist ganz schön bedrängend hier. Doch es gibt kein Gesetz, das das Bordell in der Albrechtstraße verbietet. Ich wäre froh, wenn es dieses Bordell in unserer Stadt nicht gäbe. Von daher würde ich eine Schließung dieses Bordells natürlich begrüßen. Auf der anderen Seite können wir als öffentliche Behörde nicht in einer ähnlichen Weise tätig werden, wie es die Nachbarn tun. Die Meinungen der Eislebener zum Puff in ihrer Stadt sind geteilt. Ja, in so dicht besiedelten Haus, würde ich sagen, auf der Straße, ist es undiskutabel. Wer sich dafür hingibt, warum nicht? Das wird zur modernen Gesellschaft wahrscheinlich, ja. Was, ein Bordell? Ja, ein Bordell in der Albrechtstraße. In der Nachbarschaft des Puffs leben viele Kinder. Sie bekommen den Bordellverkehr hautnah mit. Gespräche der Eltern mit den Freiern führten allerdings bisher zu nichts. Und da habe ich dann auf der Ginger angesprochen. Sag ich, hier in der Straße wohnen 40 Kinder. Da hat er zu mir gesagt, wen seine Schuld ist denn das? Warum haben sie denn so viele Ginger gemacht? Patricia meint, dass die Nachbarn ihre Kinder im Kampf gegen das Bordell gezielt einsetzen. Das sind Jugendliche, die von den Nachbarn angestachelt werden. Ich selber habe auch mitbekommen, wie sie von den Nachbarn schon Geld bekommen haben, die dann gegen die Tür pumpern, draußen randalieren, kommt raus und ihr Schlampen, ihr Huren. Und wie oft passiert das? Das ist bis jetzt 3-mal passiert.
Die Nachbarn wollen sich nichts mehr gefallen lassen, deswegen haben sie eine Anti-Puff-Wache gegründet. Sie stehen auf der Straße und schreiben die Autokennzeichen der Freier auf. Wir stehen meistens hier rum und hoffen, dass durch unsere Anwesenheit die Freier ausbleiben. Dem nicht genug. Zur Abschreckung werden vom Fenster aus auch härtere Mittel eingesetzt. Fotoapparate. Warum soll ich denn das abmachen? Die Blödmänner, die sehen das doch sowieso nicht. Ich halte bloß den Fotoapparat hin, da haben die einen Schiss, da hauen die ab. Das kann ich Ihnen sagen. Die Abschreckung funktioniert. Inzwischen kommen weniger Freier als früher. Dafür gibt es im Puff inzwischen zwei neue Mitbewohner. Das ist Minka und das ist Joey. Minka hatte eigentlich 5 Junge, aber die Nachbarn haben 4 davon ertränkt. Und Patricia und Tanja haben nur Joey retten können. Und er lebt jetzt mit seiner Mutter und den beiden Damen am Ort der Sünde. Eisleben, die Lutherstadt. Hier wurde er geboren, hier starb er auch. Die meisten Eislebener sind Protestanten, auch die Kirche ist im Kampf um die Moral engagiert. Ich lehne dieses Bordell und alle Bordelle ab, weil meines Erachtens die Frau nicht auch noch vermarktet werden soll. Es entspricht nicht der Würde der Frau, ein Objekt für Männer zu sein. Pfarrer Krause zitiert aus Luthers Schriften. Denn das ist offenbar gegen Gottes Gesetz. Und die sollen für Heiden gehalten werden, die diese Schande öffentlich dulden. In der Albrechtstraße in Eisleben haben die Leute von der Anti-Puff-Wache inzwischen zum Gegenangriff geblasen. Wenn die Ämter nicht da, jechen Unternehmen können, jechen das Ding, habe ich uns genau so selber recht, mache ich mir auch ein paar der rein. Bei uns ist immer Hochsaison, Hollaria Hoch.